Herzlich willkommen zu einem kleinen Weihnachtsmarkt alles essen. Wir sind auf dem günstigsten Weihnachtsmarkt in Deutschland und auf einem Aldi-Parkplatz. Denn Aldi hat gerade eine Aktion hier in Köln-Ehrenfeld am Laufen und hat nämlich den günstigsten Weihnachtsmarkt Deutschlands gestartet. Glühwein 1 Euro, Crepe 2 Euro, super günstig. Ein paar kleine Buden, ein kleiner süßer Weihnachtsmarkt und das testen wir natürlich. Was wir aber auch immer testen, sind unsere Partner, die uns schon lange begleiten, wie zum Beispiel Ostmann. Guck mal rein. Zu Weihnachten ist Ostmann perfekt aufgestellt. Da gibt es nämlich meinen Code FREEWAFFEL, mit dem ihr 10% bei Ostmann sparen könnt und auch weihnachtliche Gewürze, wie zum Beispiel das Zimtgewürz von Ostmann. Dafür nehmt ihr euch einen Apfel und dazu braucht ihr noch ein paar Mandelblättchen oder Splitter, Butter, ein bisschen Zucker. Die auf Zimmertemperatur aufgewärmte Butter vermengen wir mit unseren Gewürzen und rühren das Ganze kräftig um. Eure Äpfel hüllt ihr aus, sodass ihr eure Paste in den Apfel füllen könnt. Das Ganze muss natürlich in einer eingefetteten Form noch in den Ofen, deswegen solltet ihr so eine Form auch noch ein bisschen buttern. Falls euch das Ganze nicht süß genug sein sollte, könnt ihr natürlich noch ein bisschen Honig oder Agavendicksaft über die Äpfel träufeln und dann im Backofen das Ganze auf 180 Grad für etwa 25 bis 30 Minuten garen. Und schon ist euer klassischer Bratapfel fertig. Schaut auf jeden Fall bei Ostmann rein für vielleicht das ein oder andere Rezept und benutzt den Code FREEWAFFEL für 10% bei eurem Einkauf. Bevor es jetzt richtig losgeht, natürlich, wie immer, auch in der Weihnachtszeit ein kleiner Shoutout an fivi.gg, das ist meine eigene Kochmarke. Kauft mal ein bisschen was ein an Weihnachtsgeschenken, kann man auch mal. Vielleicht gibt es Rabatte, guckt in den Store, Link in der Beschreibung, Produkte unter den Videos. Jetzt geht's aber richtig los. Das Gute ist, an diesem Weihnachtsmarkt hier, der gerade war, wenn ihr das Video guckt, in Köln-Ehrenfeld, ist, dass die Erlöse gespendet werden, und zwar ans Jugendzentrum. Und deswegen werden wir gleich mal richtig schön uns einen reinfuttern und reintrinken. Und wir müssen uns auch echt beeilen. Es ist zwar schon dämmerig, aber es ist gerade nur 16.30 Uhr und um 16 Uhr hat die Nummer aufgemacht und ihr seht schon, wie voll das ist. Heißt für uns, rein da, schnell mal ein paar Bons holen und dann gehen wir schon ans Testen vom ganzen Food. Was denn? Ein paar Bons. Ein paar Bons? Was? Ja, du weißt schon. Sollen wir den Leuten mal deinen Polizei... Wir gehen jetzt mal. So, wir gehen jetzt mal rein. Inzwischen in der Schlange für den Glühwein. Hier sind 1, 2, 3, 4, 5 Bütchen. Glühweinschlange ist hier und 5 Leute vor uns. Wir zeigen es euch mal ganz kurz. Ganz kurz grob. Wir stehen jetzt hier. Kannst du mal ganz kurz dahin filmen, wo wir hin müssen? Also es ist einmal wieder, wir sind außerhalb des Weihnachtsmarktes jetzt auf der anderen Seite. Obwohl 1,5 Stunden auf. Was sagst du dazu? Du liebst ja warten. Ich liebe warten. Gut, wir machen euch mal einen kleinen Schlangenbericht zwischendurch. Ne? Wir geben euch gleich ein kleines Update vielleicht, wenn wir auf Halbzeit sind. Dann sagen wir mal, wie die Stimmung ist. Vor allem bei Nina. Die liebt ja warten. Ich liebe warten. Ungefähr auf Halbzeit. Laune ist doch gut. Ist noch gut. Wie sieht es bei dir aus mit Warten? Wie ist die Laune? Ich liebe Warten. Also die Stimmung könnte jederzeit kippen. Wir sind uns nicht sicher, was passiert. Aber gut ist, wir haben inzwischen einen E-Roller gefunden und wir überlegen, ob wir den aktivieren. Zum Krebs-Scootern. Also können wir auch machen, wenn ihr das denn wollen würdet, dann würde ich durchziehen. Was machen wir? Outfit-Check. Woher ist dein Schal? Mein Schal? Simple Club. Simple Minds, ich weiß nicht, wie der Laden heißt. American Vintage. Meine Uhr? Uniqlo. Ich habe noch mehr an. Den Glühwein bekommen. Nina ist inzwischen weg. Keine Ahnung. Nee, die steht natürlich beim Crepe-Stand an. Ich habe jetzt schon mal einen roten und weißen Glühwein. Jeweils 1 Euro. Das ist super günstig, ne? Und eine Porzellantasse. Richtig cool. Also ich finde das richtig, richtig cool gerade, muss ich sagen. Also ich probiere jetzt erstmal einen roten. Das ist ja auch meine Weihnachtssaison, die damit jetzt eröffnet wird. Okay, let's try. Das ist übrigens Bio. Der ist schön lauwarm. Der ist lecker. Ich eröffne jetzt auf dem günstigsten Weihnachtsmarkt Deutschlands den Glühweinindex für dieses Jahr. Denn wir testen ja noch einige Weihnachtsmärkte dieses Jahr, weil unser Trip beginnt jetzt bald. Einmal quer durch Deutschland mit richtig cool ausgewählten Weihnachtsmärkten. Damit fängt er an mit einer guten 4 von 5. Weil 4, ne? Bio, dann ist sowieso immer besser. Klar, merkt man auch im Geschmack. Jetzt direkt danach einen Weißen reinzuschieben, meinst du, ich merke einen Unterschied? Höchstwahrscheinlich. Denn ich habe ja gut ausgebildete Geschmacksknospen.
Nee, das ist es nicht. Nicht für mich persönlich zumindest, weil es nicht Bio, weißt du? Und das ist dann der Unterschied. Aber 1 Euro für Bio oder 1 Euro so ohne Bio bei einem weißen Glühwein, 3 von 5. Denn ist 1 Euro und das spielt ja immer in den Geschmack mit dem All-Over-Ergebnis mit ein, wie sich das gehört. Ich würde sagen, wir gehen mal kurz auf Suche nach Nina, denn die steht irgendwo in der Krebsschlange. Und dann holen wir uns mal einen Rundumschlag Krebs. Hast du Lust? Ja. Auf so einen Nuss-Nougat-Krepp. Geil. Ach, wäre auch gut. Ich muss mal pipi. Ich weiß nicht, wohin. Hilfe. Wir haben jetzt unseren Glühwein ausgetrunken und ich meine, Nina entdeckt zu haben. Ich lasse euch mal hier, aber ich mache jetzt Folgendes. Ich werde jetzt hier diese zweite Kamera, heute unorthodox gedreht, mal anmachen. Ich nehme euch jetzt mit dieser Kamera mal kurz zu Nina, weil die ist immer noch in der Krebsschlange. Dazu muss ich jetzt mal kurz sagen, wir konnten uns, weil wir auch Kontakt mit den Aldi-Leuten haben, ein bisschen was ergaunern. Wir haben von dem anderen Süßstand noch gebrannte Mandeln bekommen, weil die waren jetzt schon ausverkauft. Eine Stunde, 10 danach, mach Sachen 1 bis 2 Euro teuer und die Leute sind da. Ich suche mal eben Nina und interview die aber mal, wie grotz die Gemütslage ist in der Schlange. Also warte, hier ist Crepe. Ich schau mal kurz, wir gehen mal hier durch. Schauen wir mal, sie steht irgendwie immer noch nicht da, wo die Crepes in naher Reichweite wären. Oh, sie ist da hinten, sie ist irgendwie weiter weg als das letzte Mal, als ich sie gefunden habe. Da ist sie. Hi, na? Hi, na. Schlange ist lang. Wie lange stehst du schon an jetzt? Ich glaube, gute... Wie lange? Fast 40 Minuten, schon locker. 40 Minuten. Kurzer Zwischenstand bei dir. Ja. Wie ist die Laune? Auf einer Skala von? 1 bis 5. Eine klassische 5. Mir geht's toll. Toll? Ja, ja, das finde ich gut. Tschüss, bis gleich. Gleich. Weg zurück, da ist Timo wieder. Hoi. Ja, das war ein kleiner Exkurs zu Nina. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir testen mal kurz Plätzchen und Mandeln, bis es Krebs gibt. Und wieder zum Testbaum. Hier ist sonst alles voll. Komm, wir gehen zum Testbaum. Einmal kurz zum Plätzchentest. Die gibt es noch an dem zweiten Stand, an dem süßen Stand. Da gibt es verschiedenste Plätzchen. Wir haben einmal hier diese Geräte. Wir haben hier unten kleine Plätzchen mit Schoki. Ich sehe so einen Schokoteig drin. Bin ich der größte Plätzchen-Ultra? Sie sind aber super crunchy und in der Mitte noch weich. Also finde ich per se sehr geil. Das Gemisch durcheinander. Marzipanig lecker. 4 von 5 sage ich. Sehr gute Plätzchen. Willst du probieren? Auch wieder 1 Euro, ne? Muss man sagen. Dann haben wir noch die letzten gebrannten Mandeln uns gerade eben schibitzen können. Guck mal, crunchy, golden, geil sehen die aus. Und die werde ich mir jetzt schön reinstopfen und mal probieren. Boah, das ist das, was manche gebrannte Mandeln immer zu wenig haben, haben die doppelt und dreifach. Geil. Hier ist eine 5er-Kruste drum. Oh. Boah, guck mal. Oh ja. Boah. Da ist Zucker, Karamell, Zucker, Karamell, Zucker und dann kommt erst eine Mandel. Mit einer der krankesten gebrannten Mandeln, die ich jemals hatte. 6 von 5. Du gibst 6 von 5? Ja. Das ist auch für mich eine 5 von 5 gebrannte Mandel. Ne, 4,8, weil die waren nicht warm. Wir hatten nur die letzten und die mussten so schnell rausgucken, dass sie das nicht mal mehr alles warm bekommen haben. Die sind super lecker. Aber wir sind ja direkt beim Aldi selber. Vielleicht ist es irgendwas, was die auch selber in der Eigenmarke oder so verkaufen. Wollen wir gleich mal gucken gehen. So, jetzt warten wir mal ganz kurz noch auf Nina mit den Krebs. Die müsste gleich fertig sein und dann können wir uns mal noch mal ein paar Bratwürstchen, ne? Weil wir haben 4 Auswahlen auch bei den Würsten. Wir haben, glaube ich, eine Chickenwurst, Schweinewurst, Geflügelwurst. Nee, das und dann, war ja die Chickenwurst. Ja, genau, Geflügelwurst und dann 2 Veggie-Würste noch. Einmal mit Käse und einmal klassisch. Einmal Käse, einmal klassisch Veggie. Also wir werden dann mal alle Würste durchprobieren. Und ich glaube, Nina holt auch 3 verschiedene Crepes. Ich weiß gar nicht mehr, was geil. Los ist. Es wird so kreppig jetzt. Wir gucken mal direkt rein zu den Crepes. Dann müsst ihr nicht noch mehr Schlangen-Content kriegen. Kommt mit. Die große Crepe-Reise ist beendet. Wir sind jetzt auch mal von dem eigentlichen Weihnachtsmarkt weggegangen. Im Hintergrund seht ihr die Schlange. Da ganz hinten, ganz klein, ist das kleine Karussell, wo wir vorher gedreht haben. Aber es ist so voll, dass das wirklich aus allen Ecken und Enden explodiert. Und wirklich, diese Schlange ist jetzt 400 Meter lang. Das ist Wahnsinn. Aber wir haben Crepes noch bekommen. Nina war fleißig. Wir haben 3 verschiedene. Wir haben Zimtzucker, einmal Nuss-Nougat und Milchmäuse. Und was Drittes, was ich vergessen habe und seit 15 Minuten mich nicht... Zimtzucker, vegane Crepe-Teig. Und die anderen beiden Milchmäuse und Nuskati. Ach, 2 verschiedene. Eins ist nur Milchmäuse und eins Nuskati. Das ist ja vollkommen wild. Und das sieht mir stark nach Milchmäuse aus. Das ins Herz wird bluten. Der ist nämlich der Milchmaus-Ultra bei uns. Das sind Milchmäuse. Und richtig klein und dick gewickelt. Das ist schon eine große Perversion. Ich sag, der Teig ging schon mal krasser.
Aber Milchmäusefüllung ist auf jeden Fall schon insane. Auch 4 von 5, ich bin ganz ehrlich. Dann geht's weiter. Einmal mit dem Nuskati. Oh Gott, das abzukriegen. Ich habe es zu lange ruhen lassen. Es ist ein bisschen angebappt hier. Komm schon, einmal richtig ziehen. Mmh. Oh, es ist offen. Das Gold fließt raus. Nein. Oh Gott. Ist egal, einfach rein da. Mmh. Schmeckt wirklich sehr nah an Nutella. Das ist super oft in Schichten gewickelt, super oft mit Nutella oder Nuskati verfeinert. Und das macht mir Brennen im Hals und Brennen im Magen später. Ich habe das Gefühl, ich bin komplett vollgekleckert und das finde ich fantastisch. Das ist bei mir eine 5 von 5. Das ist teigig und süß und lecker. Das heißt, es bleibt jetzt nur noch der vegane oder vegetarische Teig mit Zimt und Zucker. Vegan ist er sogar. Probieren wir das Ganze mal. Oh Gott, die sind schon so festgebappt, weil es zu kalt geworden ist. So, ich ziehe mal einmal ab hier. Ich habe jetzt natürlich noch alles voll mit Nuskati. Das ist viel Zimt und das ist viel Zucker. Da ist schon so eine richtige Schicht draus geworden, die so schön flüssig ist. So einfach so Karamell, wie so flüssiges Karamell. Und ich liebe Karamell. Auch geil. Teig, ordentlich, also viel bissfester als die anderen. Die anderen waren noch so schön so chewy, ein bisschen rubbery. Das hier ist schon richtig so fest. Aber noch nicht so Gummi. Also ist nicht unerträglich, aber schon ein Unterschied zu den anderen beiden. Cool aber, dass es so ein veganes Angebot gibt mit so einem Teig, muss ich ehrlich zugeben. Und dann auch noch weiterhin für so günstig. Dementsprechend auch hier eine gute 4 von 5, würde ich sagen. Hinterlässt uns mit einer letzten Bude. Wir müssten jetzt zu den Bratwürsten gehen. Hätten wir die nicht schon vorbereitet und die wären alle da. Denn wir haben den kompletten Bratwurststand einmal auch uns geholt. Und das heißt jetzt für uns, nahtloser Übergang zu den Würsten. Fangen wir an mit den beiden Fleischvarianten, würde ich sagen. Ich nehme die beiden Fleischvarianten, dankeschön. Wir haben diverses da. Wir haben einmal ein Brötchen mit der Schweinewurst und dann ein Brötchen mit den Geflügelwürsten. Wir haben da Ketchup drauf, es gibt Senf, Ketchup und Senf. Und dann gibt es noch einen Bio-Senf, der so super wild ist. Der ist auf den Veggie-Sachen drauf. Probieren wir aber erstmal die klassische Bratwurst im Brötchen. Senf lecker, nicht so intensiv, könnte für mich intensiver sein. Wurst an sich, wegen dem Tempo, was sie da an den Mann bringen müssen. Auch noch teilweise kalt. Haben wir gerade erst auf den Grill geschmissen, aber ihr seht, was da los ist. Dementsprechend musst du da Tempo drauf haben. Deswegen auch wenig Röstaromen. Ketchup ganz lecker, Brötchen gerade schön frisch aufgebacken. Ich sag klassische 3,5. Sprengt jetzt bei mir nicht den Rahmen. Das geht crazy besser, aber auch nur, wenn du mehr Infrastruktur hast, um das zuzubereiten. Schmeckt aber so, wie es schmeckt. So, immer noch super günstig dafür. Jetzt die Geflügelwürste. Wir haben 3 Stück drin mit dem Ketchup. Die sind doll lecker. Also wirklich, die Würste an sich sind super gut gewürzt. Boah, richtig lecker. Mit einer der leckersten Geflügelwürste, die ich echt seit langem hatte. Der Ketchup nach wie vor viel zu viel im Hintergrund, kommt kaum bis gar nicht raus. Brötchen lecker, kross, gerade frisch aufgebacken. Besser als das auf jeden Fall. Das wäre eine 4 von 5 auch. Das finde ich doll lecker. Probieren wir aber mal die Veggie-Alternativen. Wir haben 2 verschiedene Variationen. Wir haben einmal eine Veggie-Wurst und wir haben einmal eine Käse-Variation mit dem Senf, der 50% weniger Zucker drin hat. Wild. Let's try. Das ist, glaube ich, die Käse, denn das ist die Veggie-Wurst. Das habe ich noch nie gegessen, sowas. Oh, knapp. Also die ist ein bisschen sehr kokelig. Da hat jemand dann gut gemeint, was die andere zu wenig hatte, hatte die zu viel. Aber wild von der Konsistenz. Fast wie so eine Bockwurst von innen. Leider ein bisschen verkohlt oben, aber auch nicht schlimm. Das ist eine sehr, sehr leckere vegetarische Wurst. Aber was bist du? Ich habe das noch nie gegessen. Ganz spannende Konsistenz. Es ist wirklich sehr wurstnah. Wie so eine Bockwurst. Finde ich noch besser als die Geflügel. 4,5. Hinterlässt uns jetzt noch mit dem letzten Artikel. Und zwar der Käse-Veggie-Wurst. Die ist auch schon richtig kross angebraten. Wir haben Ketchup drin und wieder den wilden Special-Senf. Was davon ist Käse jetzt? Da ist auch kein Käse drin und das andere schmeckt nicht nach Käse. Bist du doch die Käse? Spricht nicht für die Käse-Veggie-Wurst. Aber das schmeckt super lecker. Das hier ist super trocken, so wie ich eine Veggie-Wurst-Alternative eigentlich kenne. Ganz spannend vom Geschmack. Das hier aber die schwächste Wurst, kann ich gar nicht genau identifizieren. Da überwiegt der Senfgeschmack. Der ist nämlich deutlich intensiver, obwohl weniger Zucker. 3 von 5. Ich bin voll gekrümelt. Hier muss jemand rausfahren. Ich hoffe, Aldi macht das nächstes Jahr in viel größerem Stile. Und ich glaube, der Mann fährt jetzt über meine Krebs. Und das ist auch nicht schlimm, weil das wäre lustig. Aber nur, wenn es über mein Bein spritzt. Ich mache jetzt noch mal das Outro von hier. Das war wild und ganz schön heftig, muss ich sagen. Es ist ultra viel los. Ihr habt es gerade schon gesehen. Die Schlange hinter mir ist gigantisch. Die ist jetzt gerade nicht unbedingt kleiner geworden. Insgesamt habt ihr vielleicht schon geraten in den Kommentaren. Ansonsten gebe ich euch noch kurz 1 bis 2 Sekunden Zeit zu raten jetzt in den Kommentaren, wie viel ich für alles, was ihr in diesem Video gesehen habt, ausgegeben habe. Denn es waren genau
18 Euro tatsächlich. Wir haben 25 Euro in Wertbons umgewandelt, mit denen man dann das Essen kauft. Den Rest haben wir gerade eben auch noch abgegeben, um das zu spenden. Richtig coole Aktion von Aldi, auch wenn es klein und muckelig ist. Und jetzt fängt es schon an zu nieseln, was hoffentlich irgendwann einfach mal zu Schnee wird. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und jedes zweite Video, was wir jetzt hochladen, ist von einem anderen Weihnachtsmarkt, den wir ausgepickt haben. Also habt Spaß mit uns auf einer kleinen deutschlandweiten Weihnachtsmarkt-Testreihe, die jetzt mit diesem Video hier offiziell beginnt. Und wir gehen jetzt ganz schnell in den Aldi, weil ich brauche noch ein bisschen Gemüse. Und da gibt es gute Angebote. Lecker! Das Video ist vorbei. Ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß und lass ein Abo da. Guck mehr Videos, guck mehr Videos. Mir fällt nichts mehr ein. Tschüss.